Hallo zusammen, heute mache ich ein Video nicht alleine und zwar mit der lieben Fabi, einem Menschen, den ich schon lange sehr bewundere, der mich sehr inspiriert und euch in diesem Video bestimmt auch inspirieren wird. Wir machen dieses Video nämlich in Kooperation mit ProRetina und was das für ein Verein ist und worum es in diesem Video geht, wird euch die liebe Fabi sagen und sich dabei vorstellen. Hi, ich bin die Fabi. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit der Chrissy über ganz spannende Themen zu sprechen, über das Thema Blindheit und das Thema eine Diagnose zu erhalten im Allgemeinen. ProRetina ist ein Selbsthilfeverein für Menschen mit Netzhautdegeneration. Das ist ein Selbsthilfeverein, der sich für die Belange von erblindeten und sehbehinderten Menschen einsetzt und dabei ist das Ziel immer, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Und dafür gibt es eben verschiedenste Angebote, die auch wunderbar sind und ganz vielseitig. Es gibt viel Jugendangebote und es gibt immer die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren, ob man selbst betroffen ist oder nicht. Also ja, ProRetina ist echt ein Verein, der für jeden was hat, also schaut da auf jeden Fall später in die mal Infobox. Ja, genau. Ich flänge euch alles in die Infobox. Genauso wie dein Kanal, denn sie ist YouTuberin und, also du bist YouTuberin. Und was machst du da genau? Und ja, erzähl mal. Genau, auch auf meinem YouTube-Kanal geht es primär um das Thema Sehbehinderung und Blindheit. Ich war längste Zeit meines Lebens sehbehindert und bin seit 2, 3 Jahren jetzt inzwischen blind und mir sind im Alltag immer wieder dieselben Fragen über den Weg gelaufen oder dieselben Menschen oder andere Menschen mit denselben Fragen so rum. Und ich wollte mir einfach mit YouTube ein Sprachrohr verschaffen, um all diesen Fragen eine Antwort zu geben. Und ja, das spannende Thema Diagnose beziehungsweise Diagnose deiner Blindheit. Und da hast du mir ja auch gerade erzählt, da hast du noch nie so drüber gesprochen. Wie war denn da die Erfahrung für dich? Also man muss wissen, dass ich sehbehindert zur Welt gekommen bin. Und das wussten aber meine Eltern damals noch nicht. Und das wussten auch die Ärzte noch nicht. Meine Mutter hat irgendwann festgestellt, dass ich immer nur ins Licht schaue und gar nicht ins Mobile, das bei mir im Kinderwagen befestigt war. Und sie hatte ein Kind, also die Nachbarin hatte ein Kind, das einen Tag nach mir geboren wurde. Das hat sie so ein bisschen den Entwicklungsstand vergleichen konnte. Und dadurch ist ihr aufgefallen, da stimmt was nicht. Und dann haben die Ärzte erst ganz lange nicht gewusst, was es ist. Es waren ganz viele Dinge im Verdacht. Es war ein Hirntumor im Verdacht, dass ich Autistin bin, also Sachen. Und irgendwann hat dann ein schlauer Augenarzt herausgefunden, dass ich eine Netzhauterkrankung habe und eben nachtblind bin und deswegen im Dunkeln gar nichts sehe und deswegen immer ins Helle geschaut habe. Und für meine Eltern war das erstmal ein Riesenschock. Ich selbst war einfach noch viel zu klein, um das zu begreifen, weil der Arzt hätte mir sonst was erzählen können. Ich habe es einfach noch nicht verstehen können. Ja. Und deswegen bin ich damit aufgewachsen. Und meine Eltern zwangsläufig auch. Und die hatten erst totale Sorge, ob ich überhaupt irgendwann selbstständig bin, wie selbstständig ich werden kann. Und wir haben das dann gemeinsam einfach Learning by Doing gemacht. Und dadurch war mir immer schon klar, ich sehe nicht so gut, wie andere sehen können oder die meisten anderen sehen können. Und für mich war die Diagnose deswegen eigentlich nie was, was ich irgendwie besonders beachtet habe, sondern es war einfach da. Und ich bin als Kind trotzdem mit auf die höchsten Klettergerüste geklettert. Und ich bin halt im Dunkeln mitgerannt, dann bin ich halt mal gegen Auto und Parkendes gelaufen. So. Also es war einfach für mich ganz selbstverständlich dabei. Ja, ja. Und das finde ich so inspirierend an dir, dass du dich von nichts aufhalten lässt, das zu machen, worauf du Lust hast. Und das auch in Bezug auf YouTube, weil als ich dich dann, als ich gesehen habe, dass du YouTube-Videos machst und auch was für einen wertvollen Content du machst, nämlich dass du da hilfreiche Tipps gibst oder Anleitungen, wie man mit seinem Blindenhund umgeht. Und vor allen Dingen das alles, und das seht ihr jetzt auf so eine positive Art und Weise mit so einer ja, positiven Aura und ja, mit so einer mit so einem fröhlichen Selbstbewusstsein. Und da, was ist da deine Motivation, die YouTube-Videos zu machen? Also meine Motivation ist es, in erster Linie Aufklärungsarbeit zu betreiben, weil ganz schön viele brutale und schlimme Klischees über Menschen, die erblindet oder sehbehindert sind, bestehen. Und ja, eigentlich ist es wirklich dieses Vorurteile aufräumen, was so meine primäre Intention ist. Und mir ist es aber auch ganz, ganz wichtig, Mut zu machen, was gleichzeitig nicht heißt, dass alle ihr Leben so führen sollen, wie ich es tue. Auch ich habe meine total schwachen Momente. Aber ich habe eben, dadurch, dass meine Eltern mich sehr unterstützt haben und ich vielleicht auch ein Stück weit ein Kämpfergeist bin, gelernt, über meine Komfortzone zu treten. Und ich versuche immer wieder, meinen Horizont zu erweitern. Und ich weiß aber, dass nicht alle Personen die gleichen Möglichkeiten haben. Und dass auch nicht jeder das tun möchte, was ich gerade tue. Aber ich möchte den Leuten Mut machen, die es wollen, die weitergehen wollen, als das, was ihnen gesagt wird, was sie können. So, nein, du bist blind, du kannst das nicht. Das ist so das Schlimmste, was du hören kannst, weil jeder blinde Mensch
der die passende Unterstützung erhält, kann Dinge selbstständig erleben und erledigen. Und klar gibt es Grenzen, an die stoße ich auch immer wieder, aber das ist auch normal und ich finde es einfach total wichtig, dass man selbst sich nicht Steine in den Weg legt und Menschen drumherum eigentlich keine Steine in den Weg legen. Und wie hast du da so konkrete Tipps, wie man da sich selber nicht in den Weg steht? Weil ich glaube, generell, das ist auch ein Thema, sich selbst nicht im Weg stehen. Ich glaube, das kennt jeder Mensch. Und ich finde, du bist so, deswegen bist du so ein gutes Vorbild, weil du so sehr zeigst, dass du es trotzdem machst und ins Machen kommst. Und aus der, wie du gesagt hast, aus der Komfortzone rauskommst. Mhm. Und das fällt vielen schwer. Und machen sich auch viele schwer. Mhm. Und welche konkreten Tipps könntest du da geben? Egal, was womit jemand zu kämpfen hat, wie kommt man da mehr in die Selbstliebe, kann man ja auch dann irgendwo auch ja sagen, kann weil es sagen. Viel mit an sich selbst glauben zu tun hat. Ja, Selbstakzeptanz vielleicht auch. Oder ja. So eine Zuversicht. Und wie war das bei dir? Wie zum Beispiel ist es ja voll, also ich weiß noch, als ich mit YouTube Videos angefangen habe, es war für mich schon voll der... Wie soll ich sagen? Ich musste mich voll zusammen, hat mich sehr viel Mut gekostet. Ja. Und wie hast du das dann gemacht? Also, weil für dich war das dann bestimmt auch schwieriger, das will ich dich auch noch gleich fragen, Videos aufzuzeichnen oder mit Instagram Stories zu machen. Mhm. Wie konntest du dich dann trotzdem motivieren, aus der Komfortzone rauszutreten? Welche Tipps kannst du da geben? Also was ich an meinem eigenen Leib gemerkt habe, gelernt habe, nicht von Anfang an übers Ziel hinausschießen. Okay. Also ich bin auch eher jemand, der sich gern zu viel vornimmt. Und die Dosis macht das Gift. Und das ist auch, wenn du, keine Ahnung, ein ganz neues Thema angehst, solltest du nicht von jetzt auf gleich das Ziel erfüllen wollen. Mhm. Weil ich glaube, dann vielleicht schaffen das manche Menschen. Ich persönlich schaffe das auch nicht oder in den meisten Fällen nicht. Aber dann hat man viel mehr Momente, in denen man sich selbst irgendwie runter macht, weil was nicht klappt. Also die Ziele sollten nicht zu hoch gesteckt werden. Vielleicht mal an so einem Beispiel festgemacht, wenn ich jetzt erfahre, ich erblinde, dann sollte ich nicht sofort sagen, okay, ich will morgen Blindenschrift lesen können und einen Blindenführhund haben und, keine Ahnung, trotzdem Chef in der Firma sein. Mhm. Sondern man muss sich langsam daran tasten und ein Verständnis für sich selbst entwickeln, dass man Zeit braucht und sich selbst die Zeit auch gibt und das auf eine realistische Art und Weise. Mhm. Ich sage das jetzt so weise, aber natürlich gelingt mir das auch nicht in jedem Fall. Mhm. Und das ist aber trotzdem auch wichtig zu sagen, ich gestehe mir das ein, mir steht das zu, dass ich auch Fehler machen darf. Und was war deine andere Frage? Aber das war jetzt auch so wertvoll. So, ich stehe mir auch zu, dass ich auch Fehler machen darf. Und ich glaube, das ist etwas, auch etwas, das ist, wie kommt man da hin, ne? Ja. Weil ich kenne das von mir selber, dass man sich bei Kleinigkeiten schon so viele Selbstvorwürfe macht. Mhm. Du machst das so stark. Was hat dir dabei geholfen? Was meinst du, was dir dabei geholfen hat, noch mehr? Also ich glaube, dass mir mein innerer Trotz öfter hilft. Den entwickle ich, sobald ich merke, okay, Moment, ich fühle mich gerade fremdbestimmt davon, dass ich schlecht sehe. Mhm. Also manchmal versinke ich dann auch in Selbstmitleid, ja. Ich finde es manchmal richtig beschissen, dass ich blind bin. Aber irgendwann ist es dann genug und dann sage ich, boah, nee, komm, nicht mit mir, so läuft das nicht hier. Jetzt erst recht. Und ich glaube, dieser jetzt erst recht Gedanke ist natürlich auch wieder dann determiniert durch die Blindheit, ne? Weil die sagt ja auch, lässt mich ja auch jetzt erst recht sagen, aber ich sage mir selbst auch, das ist mein Charakter. Und es hilft mir auch dann in dem Moment zu sagen, okay, es ist mein Charakter und nicht die Erblindung, also dass ich das selbst für mich trenne. Und dann bin ich so lange in meinem Selbstmitleid versunken, dass ich immer sage, okay, jetzt werde ich aktiv, weil ich bin ein Mensch, der muss irgendwie aktiv werden ab einem gewissen Punkt. Weil ich mich sonst selbst nicht mehr aushalte, um das mal so ehrlich zu sagen. Und deswegen finde ich, dass das so wichtig ist, ins Machen, ins Tun zu kommen und sich selbst so ein bisschen in den Hintern zu treten oder auch in den Hintern treten zu lassen. Und ich habe zum Beispiel vor 2 bis 3 Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, also gemerkt, okay, jetzt werde ich wirklich blind. Also so, jetzt sehe ich so schlecht wie noch nie. Und dann bin ich auch erstmal total in ein Loch gefallen. Und dann haben mich zum Glück meine Familie, meine Freunde aufgefangen und mir auch gesagt, boah, guck mal, was du mit vielleicht nur 1% mehr sehen, was du jetzt halt immer gemacht hast, das kannst du weiterhin tun. Vielleicht ist es anstrengender, vielleicht ist es mühsamer, aber du hast es geschafft, bisher deine Ziele zu erreichen. Mhm. Und dann schaffst du das auch jetzt, da steht dir dein Augenlicht nicht im Weg. Und das finde ich halt so einen schönen Gedanken. Und dass man in dem Moment auch sagt, also ob man
jetzt mit den Augen sehen kann oder nicht, aber dass man innerlich sieht, dass man nicht nur daraus besteht, was man als Diagnose erhält. Ich finde es halt total wichtig, dass man das trennen kann, was die Einschränkung, Behinderung, psychische Erkrankung ist und was der Charakter ist. Und dass man so dadurch auch für sich klar wird und sagt, okay, das bin ich und das möchte ich für mich erreichen. Und ich nehme Dinge dafür in Kauf, ich nehme auch Grenzen in Kauf, aber ich schöpfe aus meiner Persönlichkeit. Oh, das ist so schön. Das heißt, du bist mit dir schon so im Frieden, hört es sich fast schon, also wirkt auf mich auch oft so. Mhm. Und kannst du da auch so Tipps geben, wie kann man, wie kommt man mit sich selbst in Frieden? Wie ist man so sein eigener innerer Coach? Weil es hört sich so an, als ob du so einen Antreiber hast und der sagt, du schaffst das schon. Und ich kenne halt viele Menschen, ganz unabhängig davon, unter welchen Umständen die zu leben haben, die sind dann eher so, dass die genau umgekehrt denken, sondern dass sie sich in eine andere Richtung treiben, eher in die Komfortzone immer mehr rein und das dann nicht so an sich glauben und sich mit sich in dem Frieden sind und sich anerkennen können für ihre positiven Seiten. Also ich muss leider sagen, nein, ich kann dir keinen Tipp dafür geben, wie man mit sich in Frieden kommen kann. Weil ich glaube, das bin ich auch bei Weitem noch nicht. Also ich kann vieles akzeptieren an mir und es wird auch immer besser. Aber es gibt genauso auch Tage, wo ich sage, boah, heute ich zu sein ist aber auch nicht so schön. Also das ist, ich glaube, das Wichtige dabei ist es, sich selbst einen roten Faden fürs Leben zu setzen, der positiv ist. Und wenn ich wirklich so merke, boah, heute ist echt gar nicht mein Tag, denke ich mir irgendwann an einem bestimmten Punkt, ich lebe nicht, damit es mir schlecht geht, sondern damit es mir gut geht, das klingt jetzt so dramatisch, sonst braucht man nicht leben. Also ich lebe nicht, damit es mir schlecht geht. Das finde ich gut, das merke ich mir, das finde ich gut. Was ich da so interessant finde, weil du das jetzt gerade zweimal gesagt hast, dass man seine Persönlichkeit von der Diagnose trennt. Das ist mir sehr schwer gefallen. Das glaube ich. Extrem, weil gerade bei Mentalkrankheiten, du merkst, also ich bin in dem Bewusstsein groß geworden, so bin ich halt. Und da habe ich mich halt immer gehasst, weil es mir immer so schlecht ging und so. Und also ich habe es ja schon dann mit 6 auch gemerkt, also sehr früh gemerkt, dass ich nicht zufrieden bin. Aber ich wusste nie, dass es eine Krankheit ist. Und das habe ich auch, selbst als ich älter wurde und gelernt habe, es gibt sowas wie Depressionen, nicht angenommen. Weil ich dachte so, oh, das ist schwach. Und das bin ich nicht. Und ich bin ja auch an sich ein humorvoller, fröhlicher, so ein Mensch bin ich. Und ich dachte so, nein, ich hatte so Vorurteile, ja, depressive Leute, die gucken ja immer trist rein oder so. Und das kann eigentlich nicht sein. Und als dann die Diagnose dann kam, so, also ich habe es ja immer mehr verdrängt und dann brach es heraus durch einen Burnout. Und wo ich dann die Diagnose gekriegt habe, die ganz schön, also es ist schon eine sehr, sehr schwere Depression ist, Das war dann das Schwierige, das von mir zu trennen, von der Persönlichkeit, weil man sich ja selber Vorwürfe macht, warum funktioniere ich nicht so, wie ich möchte. Glaube ich total. Und weil es ja von den Emotionen auch abhängig ist. Ich fühle mich schlecht, also ich identifiziere meine Stimmung und meinen Charakter ja schon mit der Art und Weise, wie ich mich Tag für Tag fühle oder wie ich Tag für Tag denke. Und wenn ich die ganze Zeit negativ denke, dann denke ich, ich bin ein negativer Mensch oder alles ist halt doof. Du kommst das aus der Schleife nicht raus, ne? Genau, und das war halt schwierig für mich. Und das ist auch genau das, was mir geholfen hat, da in meiner ersten Therapie, mich ganz klar davon abzugrenzen, nein, das ist eine Krankheit, diese negativen Gedanken und dieser Selbsthass, das hat nichts mit dir zu tun. Oder diese ganze Hoffnungslosigkeit, das heißt nicht, dass du eine hoffnungslose Person bist und dass für dich nicht weitergehen wird. Und und dass ich mir dann auch nicht so wie so ein Schwindler vorkam, weil ich ja einerseits immer so viel, viel lache und wie gesagt humorvoll bin und an sich eine fröhliche Natur bin, von meiner Persönlichkeit her. Aber die kann natürlich auch krank werden. Auch fröhliche Menschen können erkranken. Und gerade die, man sagt, gibt ja auch dieses Sprichwort, die am lautesten lachen, denen geht es am schlechtesten. Ja. Und das hat halt früher total auf mich gepasst. Und ich weiß auch noch, als ich mein Video gemacht habe, wo ich zum ersten Mal über meine Depression spreche auf YouTube, gab es auch Kommentare wie, du lächelst, ich kann dich nicht ernst nehmen. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Vorurteil zum Beispiel in Richtung Depression. Nur weil jemand selbstbewusst wirkt oder fröhlich wirkt, heißt es noch lange nicht, dass ihr in seinen Kopf oder in seine Seele reingucken könnt, dass da alles okay ist. Und ich glaube generell die so gut verdrängen, also das ist ja auch ein Ding von mir. Ich bin ja krank, weil ich so gut verdrängen kann. Ja. Und weil es keiner merkt, weil ich nicht will, dass
nie, also damals nicht wollte, dass es jemand merkt. Und das zu akzeptieren, dass das kein Teil von mir ist, das hat mir geholfen, mhm, zu heilen. Und es ist aber auch wieder so, seit diesem Jahr so, dass es auch mir wieder schwieriger fällt, das von mir zu trennen, weil ich es wie, weil ich ja auch eine Zeit lang mich heilen konnte, mhm, und dann durch PMDS dieses Jahr wieder rückfällig geworden bin, also durch hormonelle, Absetzen hormoneller Verhütung wieder in so eine depressive Phase gekommen bin, von der Hormonumstellung her. Und da fällt es mir echt schwer, muss ich sagen. Mhm. Fällt es mir echt schwer, dass da nicht so mich als Versager zu fühlen, weil es ging mir doch gut. Warum geht es mir jetzt wieder schlechter? Ich habe versagt. Aber in dem Fall bist du einfach fremdgesteuert, gerade wenn es Hormone sind und wenn es eine Erkrankung ist, die dich dann in Beschlag nimmt. Und es gibt so eine politische Korrektheit inzwischen, dass man nicht mehr behinderte Menschen sagen soll, sondern Menschen mit Behinderung. Und genauso bist du eine Person, also du bist ein Mensch mit psychischer Erkrankung. Genau. Und in erster Linie bist du aber der Mensch und bist du. Und das ist halt manchmal voll schwer, glaube ich, sich das selbst so zu sagen. Bei einer mentalen Erkrankung ist es, oder einer psychischen Beeinträchtigung ist es natürlich noch umso schwieriger zu trennen, wie du gerade gesagt hast. Aber das kenne ich von mir auch, dass ich nicht weiß, bin ich ein Mensch mit so wenig Energie, weil ich alle Eindrücke verarbeiten muss, die ich, wo ich das Sehen kompensieren muss? Bin ich das oder ist es nur durch meine Augen ausgelöst? Und man sagt auch, dass ich denke, dass es bei dir auch ähnlich mit deiner Depression, ein Mensch, der blind oder sehbehindert ist, der gibt von Anfang an einem Tag 180%. Und ein Mensch, der normal sieht und ansonsten keine Einschränkungen hat, gibt maximal 100%. Und ich glaube auch, wenn du morgens aufstehen möchtest, es irgendwie nicht kannst, weil deine Depression nicht im Bett liegen lässt zum Beispiel, musst du das ja auch erstmal überwinden und daran Energie stecken. Das ist absolut wahr. Oh Gott, mir kommen die Tränen. Aber es ist so, weil du das so voll auf den Punkt triffst mit dem Energieverlust, weil man sich ja so aufraffen muss. Ja. Und ich schäme mich auch jetzt so ein bisschen, weil mir ist ganz wichtig zu sagen, ich will das, was ich habe, nicht im Vergleich zu dem, was du hast, stellen. Nicht, dass kann man gar nicht vergleichen. Irgendjemanden jetzt so dreist vorkommt, dass ich jetzt, wie kann ich es mir anmaßen, jetzt bei so einem Thema auch noch über meine mentalen, keine Ahnung, Einbildungen oder so zu reden. Genau, so eine Einschränkung, beides ist eine Einschränkung. Aber genau das hat mich angesprochen, weil es ist dieses Aufstehen in stark depressiven Phasen, da kann ich, glaube ich, für alle sprechen, die schon mal eine Depression hatten oder eine Depression haben, ist unglaublich kräftezehrend und also je nachdem, in Phasen. Es gibt auch so Stimmungshoch. Ich finde auch das Vorurteil schlimm, dass depressive Menschen zum Beispiel oder Menschen mit Einschränkungen nicht so gut arbeiten können wie Menschen ohne Einschränkung. Das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Wie siehst du das? Ich denke, dass es ein anderes Arbeiten ist. Ja. Also ob du hochsensibel bist, ob du depressiv bist, ob du einfach eine starke körperliche Einschränkung hast. Es wird viel mehr Energie von dir abgezapft durch alles, was du tust und tätigst. Und oder wenn du eine geringe Konzentrationsspanne hast. Es kann ja sein, dass du in der kurzen Zeit total effektiv bist und so viel Energie da reinsteckst, dass es in der Zeit auch schon erledigt sein kann zum Beispiel. Und wo andere vielleicht weniger konzentriert über den ganzen Tag sitzen und das in 8 Stunden. Also es kann sein, ein Mensch erledigt eine Aufgabe in 2 Stunden, die ein anderer in 8 Stunden erledigt. Und nicht eins ist besser als das andere. Genau, und das ist mir auch wichtig zu sagen, dass man genauso leistungsfähig sein kann. Und gerade, also bei mir zumindest, ist das dann auch die Kreativität oder das Fantasievolle die Stärke und nicht so die bürokratischen Jobs mit Verträgen und Zahlen oder weiß ich nicht was. Ja. Und genau, dass man da auch dieses, das ist mir voll wichtig, dieses Vorurteil abschafft, dass man dann denkt, oh, der gebe ich dir den Job lieber nicht, weil da könnte es schwieriger werden, die hat es ja schwieriger. Ja. Und aber genau diese Einstellung macht es schwieriger. Also bist du dann schon auf Vorurteile gestoßen? Bis jetzt nicht, aber ich habe Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dann Auftraggeber denken, oh, der kriegt sie vielleicht lieber nicht. Oder ich meine, es ist nicht auch so eine, ich denke, das ist generell so eine Angst, wenn man, keine Ahnung, irgendeine Art von Erkrankung oder Einschränkungen im Leben hat, dass man Angst hat, das preiszugeben, weil dann der Gegenüber das als Schwäche wahrnimmt und dann einen nicht will, weißt du? Ich kann das total gut nachvollziehen und ich habe ganz, ganz lange auch so gedacht. Ich habe zum Beispiel, bis ich 18 war, keinen Blindenstock im Hellen genutzt. Im Dunkeln habe ich immer schon gebraucht. Und zwar deswegen, weil ich Angst hatte, in Schubladen gesteckt zu werden. Und das, wovon du gerade sprichst, ist ja auch dieses typische Schubladendenken. Dass man Menschen etwas unterstellt, obwohl man nur eine Sache über ihn weiß. Man weiß über einen Menschen, er ist depressiv oder er ist blind oder sehbehindert.
Und dann wird man sofort in eine Schublade gesteckt. Und dann wird einem etwas zugetraut oder nicht zugetraut. Und das finde ich so schade. Und inzwischen, du müsstest es ja in Bewerbungen gar nicht angeben, dass du depressiv bist. Und zum Beispiel in Bewerbungsunterlagen wird ja zum Teil auch gar kein Foto mehr angefordert, sodass der Mensch, der sich vorstellt, inzwischen einfach nur noch als Mensch auftritt und nicht vorher die ganzen Vorurteile im Kopf geschmiedet werden können, derer, die sich die ganzen Mappen durchgucken. Und das finde ich eigentlich ein viel schöneres Bild, weil das, was du auf den ersten Blick von einem Menschen siehst, ist meistens echt nicht das, was dahinter steckt. Voll, voll, voll. Und auch ich lasse mich blenden von ersten Eindrücken. Also natürlich achte ich auf andere Dinge, wenn ich jemanden kennenlerne. Ich merke vielleicht, wie die Stimmfarbe ist, ob es eher zittrig ist, ob es selbstbewusst ist. Aber ein selbstbewusstes Auftreten kann auch gefaked sein. Also auch wenn du blind bist, bist du nicht davor gefeit, Vorurteile zu entwickeln oder vorschnell zu urteilen. Ja, ja. Und aber auch gerade was die Vorurteile bei Leistungsfähigkeit angeht, sind wir beide, glaube ich, das perfekte Beispiel dafür, dass egal was du hast, du kannst trotzdem alles machen und erreichen, was du willst. Ich meine, du machst ja auch so tolle Projekte und bist jetzt auch voll oft im Fernsehen gewesen, bist ein tolles Vorbild und bist da super aktiv und erfolgreich in dem, was du tust. Und ich habe mich auch in all meinen, überall ausleben können, was worauf ich Lust hatte, berufstechnisch, ja genau, in Richtung, dass man eine Serie gemacht hat oder generell damals vor 10 Jahren, als ich mit YouTube angefangen habe, hat das auch nicht jeder gemacht und war es auch nicht selbstverständlich und damals auch noch gar kein Business-Modul, weit davon entfernt. Bist du ein Vorreiter für Schule? Also das würde ich nicht sagen, es gab vor mir auch schon einige, die YouTube gemacht haben, aber auch vom Synchronsprechen mich nicht abbringen lassen, obwohl ich stottere und so zu schnell rede oder auch nuschle. Und und deswegen wollten wir euch das auch sagen, dass egal, was für eine Diagnose ihr habt, ihr könnt da positiv trotzdem heraustreten und euch nicht davon abhalten lassen, trotzdem eure Ziele und eure Träume zu erreichen. Und vor allem gibt es immer Menschen, denen es auch genauso geht, die durch genau dieselben Täler gegangen sind oder das auch noch vor sich haben. Und sowas ist halt wirklich, ich weiß, das Wort klingt immer doof, in Selbsthilfegruppen richtig schön. Da lernst du Menschen kennen, und Selbsthilfegruppen gibt es für alles, denen es wirklich in einer Sache genauso geht, und zwar in der Richtung der Diagnose oder was es auch immer ist. Und das hilft mir auch total, mich mit Betroffenen auszutauschen. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der blind ist, mit dem unterhalte ich mich auch regelmäßig drüber. Mhm. Weil wir wissen genau, worüber wir sprechen, wenn wir darüber sprechen. Wir sind sonst vielleicht völlig verschieden, aber das, also nicht völlig verschieden, sonst wären wir nicht befreundet, aber das macht uns irgendwie auch gleich auf eine bestimmte Ebene. Mhm. Trotzdem sind nicht alle Menschen, die dieselbe Einschränkung haben, gleich. Das ist natürlich andersrum nicht so. Genau. Und das hatten wir auch heute als Thema gehabt, als wir heute essen waren. Was ich auch ganz wichtig finde, hast du auch in dem Podcast gesagt. Genau, übrigens, wir haben auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Sie ist ein Gast in meinem, der erste Gast in meinem Hörspiel in Die Vorleserin. Aber dazu gleich mehr, zeigen wir euch auch gleich was von. Da hast du auf jeden Fall gesagt, was wichtig ist, selbstbewusst mit seinen Einschränkungen seiner Krankheit oder was auch immer umzugehen ist, dass man Freunde hat, mit denen man drüber reden kann. Und das ist auch was ich voll immer mehr dran arbeite, ist in meinem sozialen Umfeld, Freundeskreis, dass alle das wissen, dass ich depressiv bin und aber auch alle damit umgehen können und es auch respektieren, weil ich finde es schwierig, wenn man da kein Verständnis oder keine Sensibilität dafür hat und gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll, fühle ich mich dann auch dort nicht wohl und kann mich nicht öffnen. Und das ist extrem wichtig, dass man Leute hat, mit denen man ganz offen darüber reden kann und wo es auch nicht überdramatisiert wird oder so. Dass sie trotzdem dich noch als genau und dich auch nicht so bevormunden, aber denk doch einfach positiv oder solche weisen Sprüche, sondern einfach da sind und das okay finden, so wie du bist. Und du da gar nichts beweisen musst oder so. Und das, was du gerade gesagt hast, das erinnert mich voll daran, als ich dann damals das Video gemacht habe, wo ich öffentlich darüber zum ersten Mal geredet habe mit den Depressionen, dass das voll etwas mit einem macht, sich so nackig zu zeigen. Und das Interessante war, ich hatte ja so Angst davon, dass die Leute dann einen irgendwie auf einen herabsehen, aber es ist genau das Gegenteilige passiert. Voll schön. Als man dann gezeigt hat, guck mal, das ist das, womit ich zu leben habe und das ist okay für mich, ich kann damit umgehen, aber ich wollte das jetzt mal, da die Scham mal davon ablegen. Die Leute, die vorher irgendwie so, was heißt unfreundlicher zu mir waren,
aber immer so gedacht haben, ach, die Chrissy, die ist eh immer am Lachen und die macht eh immer nur Spaß und mich nicht so ernst genommen haben. Mhm. Genau, das ist das richtige Wort. Die Leute, die mich vorher nicht ernst genommen haben, haben mich dann viel respektvoller behandelt. Das ist so schön. Das ist sehr interessant gewesen, diese Erfahrung für mich. Und deswegen finde ich gerade, dass egal was man hat, wenn man etwas mit sich rumträgt, wofür man sich schämt, ist es die beste Methode, das offen zu legen. Weil dann trennt man sich ja davon, von dem Scham, weil man sich ja nackig zeigt. Weiß, was sehr viel Mut erfordert, aber meiner Erfahrung nach hat das dazu beigetragen, zu dem Selbstbewusstsein und zu der Selbstakzeptanz dann auch. Ne? Ganz ehrlich, es war irgendwie auch ein Stück weit die erste Zeit Selbsttherapie, dass ich damit an die Öffentlichkeit getreten bin, dass ich blind bin. Aha. Also das war in erster Linie, meine Empfindung war, oder meine Berufung zu sagen, ich möchte aufklären, ich möchte Vorurteile zunichte machen und über Dinge sprechen, die sonst tabuisiert werden. Aber gleichzeitig habe ich auch Tabus, die in meinem eigenen Kopf über mich bestanden, so aufgeräumt. Und ich habe einfach gesagt, boah Leute, es ist mir total egal, was ihr dazu sagt. Ich kann nichts daran ändern, ich bin blind und ich gehe so und so damit um. Und ich finde es total schön, wenn ich euch darauf mit Mut machen kann. Und ich finde es auch total gut, konstruktive Kritik zu erhalten. Aber an der Sache, dass ich blind bin, kann hier niemand was ändern. Darf ich dich da fragen, auch rein technisch, weil es, glaube ich, viel interessiert, mich jetzt auch direkt interessiert. Wie stellt man sich das vor? Wie machst du ein YouTube-Video? Wie machst du ein Insta-Story-Posting? Mhm. Bist du da technisch aufgestellt, das trotzdem alles bewältigen zu können? Mhm. Moment, ich greife einmal nach rechts. Weil hat mich voll neugierig gemacht. Was gibt es da für technische Möglichkeiten? Ja, woher funktioniert das? Genau. Allein, dass du direkt in die richtige Richtung von der Kamera gucken kannst, ist ja. Da hat Chrissy eben mit ihren Fingernägeln draufgeklimpert. Aber abgesehen davon, auch am Set, also wenn ich so eine Story mache, du hast immer direkt in die richtige Richtung geguckt. Ja, ich habe es mir aber auch echt beigebracht. Also, es war nicht von Anfang an so, dass alles reibungslos lief und ich habe auch schon mal Dinge auf den Kopf fast ins Internet gestellt. Lass es aber immer von Leuten nochmal sichten, die sehen können, ne, um mich abzusichern. Und das zum Beispiel mein Handy. Ich mach's mal laut, dass ihr es hört. Zwei Mitteilungen. 17:44 Uhr, zwei Mitteilungen. Mitteilungen sage ich schon so komisch wie der. Mein Handy spricht mit mir. Es ist ein Hilfsmittel auf den meisten Smartphones. Mhm. Und das ist zum Beispiel auf allen Apple-Produkten drauf. Und das spricht mit dir. Das ist extra für Menschen, die blind oder sehbehindert sind, dass denen vorgelesen wird, was ihr sonst mit euren Augen sehen könnt. Mm. Ich finde auch, das merke ich bei dir, du denkst auch viel schneller, kannst auch viel schneller denken. Und das weiß ich nicht. Daran, weil der so schnell redet, trainiert das vielleicht unterbewusst auch die Denkprozesse, wenn man so schnell zuhören muss, also doppelt so schnell. Ja, das kann sein. Es ist einfach, ich habe das inzwischen so schnell und es ist noch nicht mal 100%, das ist vielleicht bei 80%. Mhm. Ich kenne viele, die haben das bei 100, da verstehe ich nur noch so ein paar Wortfetzen. Es ist Ungeduld, die es einen schneller werden lässt. Also alle, die ich kenne, die ein Sprachprogramm genutzt haben, anfangs langsam, so bei 50% Sprechtempo, nachher so 500% Sprechtempo oder keine Ahnung, 70% Sprechtempo. Also man kommt einfach rein und das kann ich auch echt noch so abschließend sagen, so doof es klingt, aber man gewöhnt sich an fast alles. Okay. Also klar gibt es immer was schlimmer oder was besser ist, aber man kann sich auch mit dem arrangieren, was da ist, denke ich. Oh, das ist so schön, was du sagst. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und guckt euch auf jeden Fall ihren Kanal und ihr inspirierendes Instagram-Profil an. Ich verlinke euch alles in die Infobox. Und wie sie auch gerade gesagt hat, Selbsthilfegruppen helfen oder Vereine helfen, die sich mit euren Themen beschäftigen und wo ihr andere findet, Gleichgesinnte findet. Und falls ihr euer persönliches Thema noch nicht gefunden habt, für das ihr euch engagieren wollt, bei ProRetina gibt es ganz, ganz viele Angebote, bei denen ihr aktiv werden könnt. Informiert euch da gerne mal, alles dazu gibt es in der Infobox, ne? Yay! Und da verlinken wir euch nochmal alle Seiten und Links zu ProRetina in der Infobox, genauso wie unsere Hörbuchfolge. Ja. Wir haben nämlich ein Hörbuch eingesprochen, es hat voll Spaß gemacht. Richtig und toll! So, bei dem nächsten Satz, da kommst du ja ins Café rein und begrüßt deine Freundin. Und ich glaube, was da hilft, das mache ich auch bei meinen Folgen so, wenn ich weiß, dass ich auf jemanden zugehe oder auch lauter rufe oder jemanden laut begrüße, dann nehme ich das im Stehen auf. Mhm. Und das können wir mal machen. Und stell dir einfach mal vor, dass dann irgendwie in 6 Metern Entfernung deine Freundin da sitzt. Mit einem Winken kann man das auf jeden Fall verbinden. Hi, schön, dich endlich mal wiederzusehen. Perfekt. Entschuldige, ich habe über deine Worte nachgedacht. Das war super! Daran
dass du dich lange erinnerst. Erinnern ist schwierig. Lange erinnern. Was auch ein Sprechertipp ist, wenn du merkst, du kannst bestimmte Wörter auf einmal nicht so klar aussprechen, ist, die machen, also du kannst zwei Finger nehmen, so übereinander, so, und dann zwischen die Zähne stecken, aufbeißen und dann das Gleiche sagen. Jetzt sag, jetzt sagst, wirst du dich lange erinnern. So deutlich. Wirst du dich lange erinnern. Und jetzt sag den Satz, nimm raus und so, sag den Satz sofort. Wirst du dich lange erinnern. Hä? Das ist ja krass, Alter! Das ist richtig krass. Was? Und falls ihr auch das hören wollt, was wir hier in meinem Podcast aufgenommen haben, könnt ihr auf Spotify und iTunes, die Vorleserin heißt mein Podcast, und den Link zu der Folge, was ich mit der lieben Fabi aufgenommen habe, danke. Gibt es in der Infobox, und dort gibt es auch noch Tipps, Selbsthilfetipps und Achtsamkeitstipps. Von uns wird es auf jeden Fall mehr geben. Egal, ob irgendwelche Kooperationen sind oder nicht. Online, offline. Ob ihr wollt oder nicht. Auf jeden Fall mehr. Und schreibt auf jeden Fall eure Erfahrungen zu den verschiedenen Themen und wie ihr damit umgeht in die Kommentare. Freut mich dann, das zu lesen. Ist ja auch so eine Community, ist ja auch so eine Art kleine Selbsthilfegruppe. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der Meinung bin ich auch. Und da freue ich mich drauf und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst. Danke dir, und danke euch. Ich freue mich auch aufs nächste Mal. Ja. Und okay. An der Stelle. Vielen Macht's Dank fürs gut, Zuschauen. Ihr Lieben. Ciao. Tschüssi. Oh, ja, Jack. Du musst mich hauen, ja. Danke fürs Erinnern.